Wenn es nicht schneit, kann man oft ohne Mantel gehen. So warm ist es am Mittag. Himmel wie über dem Mittelmeer. Kein Laub. Man sieht mehr Fels als im Sommer und der Fels erscheint silbergrau, wenn er trocken ist. Die Reben sind kahl, die Hänge braun von verdorrtem Farnkraut und darin die weißen Stämme der Birken. Nur die Nächte sind kalt. Tagsüber bleibt die Erde gefroren unter dem raschelnden Herbstlaub, aber es kommt vor, dass man zu Weihnachten draußen an der Sonne seinen Kaffee trinkt. Die Gletscher, die sich einmal bis Mailand erstreckt haben, sind überall im Rückzug. Die letzten Lappen von schmutzigem Schattenschnee schmelzen auch in der Höhe, spätestens im Mai. Nur in einer Schlucht, wo die Sonne kaum hinkommt, halten Reste von Lawinen sich länger. Auch sie verschwinden. Alles in allem ein grünes Tal. Wenn der Kanton mit seinem gelben Bulldozer kommt, um da oder dort die Straße zu verbreitern, sieht man Moräne, Schutt von den großen Gletschern der Eiszeit. Die Moräne ist so hart, dass gesprengt werden muss. Dann blasen sie dreimal in ein kleines Horn, zeigen eine rote Fahne und kurz darauf prasselt es, Kies und Geröll aus der Eiszeit. Seit die Schere, die gewöhnliche, kaputt ist, arbeitet Herr Geiser mit der Nagelschere. Und wenn die Reißnägel aufgebraucht sind, so gibt es Klebeband. Magic Tape, eine ganze Spule. Und Klebeband haftet auch auf Verputz. Zum Glück ist es die Lesebrille, die auf den Küchenboden gefallen und zerbrochen ist. Zum Glück nicht die andere. Das wäre schlimmer gewesen. Alles durch die Lesebrille zu sehen, macht schwindelig. Lesen kann man zur Not auch noch mit der Lupe. Wieder und wieder auf die Armbanduhr zu blicken, um sich zu überzeugen, dass die Zeit vergeht, ist Unsinn. Die Zeit ist noch nie stehen geblieben, bloß weil ein Mensch sich langweilt und am Fenster steht und nicht weiß, was er denkt. Es ist 6 Uhr gewesen, als Herr Geiser zuletzt auf seine Armbanduhr geblickt hat. Genau 3 Minuten vor 6. 1 Minute vor 6. Und jetzt? Irgendetwas gibt es immer zu tun. So müsste man meinen. Einmal im Sommer hatten die Spechte sozusagen eine Idee. Sie pickten nicht mehr auf die Rinde der alten Kastanie, sondern plötzlich an die Fensterscheiben und es kam immer mehr, alle wie versessen, auf Glas. Auch Bändel mit glitzerndem Staniol verscheuchten sie nicht auf die Dauer. Es wurde eine Plage. Trat man ans Fenster, um sie persönlich zu verscheuchen, so wählten sie flugs ein anderes Fenster und man konnte nicht überall am Fenster stehen und in die Hände klatschen. Wirksamer war es, wenn Herr Geiser mit einer Latte auf den Granittisch schlug, so dass es knallte wie ein Schuss. Dann flohen sie und warteten in den Zweigen ringsum. Später tönte es wieder an diesem oder jenem Fenster. Sie konnten im Anflug sich an den glatten Scheiben nicht halten, so dass sie im Flattern nur 2 oder 3 Mal auf das Glas pickten. Ausnahmsweise vielleicht 4 Mal. Welche Hoffnung haben Sie aufgegeben? Das Bildnis von Elsbeth, das Herr Geiser neulich von der Wand genommen und in die Diele gestellt hat, gehört nicht in die Diele. Wohin gehört es? Somit ist Herr Geiser, seit er zuletzt auf seine Armbanduhr geblickt hat, in der Diele gewesen. Sonst hätte er es nicht in der Hand, das Bildnis. Und jetzt steht er im Schlafzimmer. Lieben Sie jemand? Und woraus schließen Sie das? Vermutlich ist die Armbanduhr stehen geblieben. Das Bildnis von Elsbeth als 19-jährige Tochter eines Verwaltungsrates in der Chemie, gemalt von einem einheimischen Künstler, der inzwischen berühmt geworden ist, gehört auch nicht ins Schlafzimmer. Es zeigt ein Gesicht, das Herr Geiser nie gekannt hat und es schaut einen auch nicht an und gehört eher in eine Kunsthalle, wo es heutzutage einen Wert darstellt.